Ja, guten Morgen, Leute. Letzter Tag heute hier vom Campingplatz. Wir haben gefrühstückt, schon lecker Kaffee getrunken, sind am Zusammenpacken. 4 Tage sind rum, wir haben schöne Sachen erlebt und ich wollte euch ein kleines Fazit hier lassen, wie es uns gefallen hat. Also der Platz selber, das ist ja hier Köln-Dünnwald, der ein bisschen außerhalb, 15 Kilometer vom Zentrum ungefähr weg. Das ist der Campingplatz am Waldbad. Der ist wirklich für Übernachtungen, wenn du in Köln willst, ganz okay. Dafür passt es meiner Meinung nach für einen längeren Urlaub. Also ist nur meine Meinung, eher nicht so gut geeignet. Zum einen sind es die sanitären Einrichtungen, die sind alt. Das ist ja prinzipiell erstmal nichts Schlechtes, habe ich auch kein Problem mit. Aber teilweise auch eher schon renovierungsbedürftig. Das heißt, kaputte Dusche muss nicht unbedingt sein. Außerdem war, zumindest jetzt während unseres Aufenthalts so, war es so, dass der Erntengeruch, ein Geruchsverschluss wahrscheinlich nicht richtig funktioniert hat. Zumindest hat das ganze Sanitärgebäude immer nach Gulli gerochen. Ja, kann man mal angehen, werden sie vielleicht auch angehen, aber zumindest während unseres Aufenthalts war es eben nicht so ganz in Ordnung. An sich ist der Platz ganz okay. Preis-Leistung ist in Ordnung, da kann man nicht meckern. Das passt. Was ihr wissen müsst, wenn ihr hier seid, dass hier kein Handyempfang ist und ihr euch hier WLAN kaufen müsst am Platz, um irgendwie ins Internet zu kommen. Das heißt, da werden dann verschiedene Tickets angeboten, wo ihr dann eben euch euer WLAN kaufen können, von einem Tag bis ja eben auch das ganze Jahr für die Dauercamper. Dauercamper, Stichwort, das ist sowieso eher überwiegend für Dauercamper hier der Platz. Also Durchgangscamper sind eher, ja, sind ja auch, aber eben auch viele Dauercamper. Ja, ansonsten Köln war sehr schön. Düsseldorf hat uns auch gut gefallen. Schwimmbad sowieso, das kann man echt mal machen. Wir werden jetzt zusammenpacken, alles einpacken, ja. Das war es dann. Herbsturlaub zu Ende. Dann geht's nach Hause, den Wohnwagen wieder fertig machen, wieder in die Scheune bringen. Das Übliche, was man halt so hat nach dem Urlaub, ne? Ist fast so viel wie 2 Wochen Sommerurlaub, was ja angefallen ist, auch an Wäsche. Also, nicht zu unterschätzen. Naja, okay, Leute, ich verabschiede mich jetzt erstmal hier, nehme euch dann gleich nochmal mit für Wohnwagen ankuppeln, runterfahren vom Platz, die üblichen Sachen. Aber wir kommen so langsam hier dem Ende entgegen. Also, bis gleich dann erstmal. So, wir müssen jetzt noch einmal Stühle alles einpacken, nochmal Klo wegbringen, Abwasser soweit wegbringen. Ja, kennt ihr ja, kennt ihr ja. Okay, dann bis später. So, inzwischen sind wir abfahrbereit, haben angekuppelt, Soundcheck gemacht. Hängt alles, mal einmal rundum gucken und dann geht's nach Hause. Kurzurlaub zu Ende. Schade, aber das nützt ja nichts. Gut. Hier sieht's gut aus, doch da ist auch nichts mehr. Kein Müll hinterlassen. Alles top. Können wir noch zumachen? So. Das passt. Ja, wir düsen jetzt los und ich melde mich von unterwegs nochmal wieder. Genau, so machen wir das. So, wir sind jetzt eine gute Stunde unterwegs, machen die erste Pipi-Pause. Es ist sehr warm heute, dafür, dass wir fast November haben, kann ich hier schön in T-Shirt rumrennen. Das ist heftig. Wir sind Höhe Ahlen auf der A2 jetzt. Also die Route ist im Prinzip genauso, wie wir hingekommen sind. Fahren wir halt wieder zurück. Wir haben mal wieder eine Pause gemacht, Pipi-Pause. Die liegt hier schon fast Höhe Hannover. Kommen sehr gut durch. Heute. Sonntags hat man natürlich die LKW nicht. Das ist top, also kann man echt nicht meckern. Noch ungefähr 2 Stunden zu fahren. Und dann bin ich zu Hause. Dann war's das. Bis dahin macht erstmal Joa. Ja, jetzt hier nochmal aus dem Auto raus. Die letzten Kilometer. Es ist knapp 3:30 Uhr. Der Urlaub geht zu Ende. Wir sind gleich zu Hause. Noch die letzten
Wir sind wieder zurück. Wohnwagen steht jetzt hier noch mitten auf der Straße. Ich werde den jetzt mal zurückmovern und melde mich dann gleich nochmal. So, da steht er wieder, raufgemovert. Auto steht auch schon. Jetzt geht es daran, ausräumen, alles wieder startklar machen, den Tisch wieder richtig hinschieben und so weiter und so weiter. Das Übliche, ihr kennt. Freut mich, dass ihr so lange dabei geblieben seid und unser Video, unseren Kurzurlaub mitverfolgt habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, uns abonniert, das wäre richtig gut. Freundlichen Kommentar, da freuen wir uns natürlich auch drüber. Also ich werde mich jetzt hier verabschieden an dieser Stelle. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann, macht's gut. Ciao.